Ah, der ist schwitzig. Der ist schwitzig! Nein! Was? Amar und Fortnite, das passt zusammen wie Battle und Royale. Deswegen haben wir diesem Mann hier eine richtig geile Challenge heute mitgebracht. Amar, mein Bester. Was geht? Wie geht's dir? Alles gut? Ja, bestens. Fühlst du dich ready? Ja, weiß ich noch nicht. Also Know-how habe ich ohne Ende. Ja? Spielerisch bin ich halt ein bisschen eingerostet, würde ich mal sagen. Aber die Ansage, die kommt ja natürlich nicht von mir, sondern von unserem guten Tim. Hi Tim, wie geht's dir? Hi, alles gut bei euch? Du hast eine geile Challenge vorbereitet, ne? Ja, und ich glaube, die könnte sogar relativ schwer für dich werden. Ich würde als erstes mal fragen, welcher Rank du in Fortnite bist, weil ich denke, so ein bisschen Skill wirst du schon für die Challenge brauchen. Es gibt ja in Fortnite Ranks, aber ich kenne ja auch genügend Profispieler. Und mit denen spiele ich dann mal die ein oder andere Runde Fortnite und auch Ranked. Deswegen bin ich ziemlich weit oben. Ich bin gerade, glaube ich, Elite oder Champion, also kurz ein vor dem allerhöchsten Rang, den du haben kannst. Also hast du dich carryen lassen? Na, so will ich das jetzt nicht. Tim, wie sieht's bei dir aus? Ich glaube, ich bin Diamond 2 oder so erst. Und letzte Season war ich Champion, aber... Ich würde sagen, ähnliches Niveau, oder? Ihr könntet so ein 1v1 spielen. Ja, aber du bist schon immer einen Ticken besser, weil deine Knowledge zum Game ist deutlich höher als meine. Willst du denn auch mal gecoacht werden? Gerne, bei irgendeinem Turnier. Heute wird es natürlich andersrum sein. Das heißt, Tim wird dich coachen. Tim, schieß mal los. Was hast du heute vorbereitet? Also, das ist deine Ansage. Und zwar musst du in einer Runde Battle Royale mit allen vier Elementen eine Runde Battle Royale gewinnen. Du darfst Heiltränke, Rotationsitems und Fahrzeuge nutzen, aber keine Granaten und Waffen. Und ja, viel Glück wünsche ich dir auf jeden Fall. Okay, das ist eine krasse Challenge. Nur die Runde gewinnt mit allen vier Elementen. Mit allen vier Elementen. Aber du hast dich ja beim Baseball vorher so gut geschlagen und diese 50 Bälle übers Feld gepfeffert wie kein anderer. Wir haben hier eine Ballwurfmaschine. Die donnert gleich Baseballbälle mit über 100 km/h hier auf dich. 10 Minuten, 50 Bälle. Let's go. Jetzt musst du schnell sein. Ja? Eins. Das ist ganz knapp. 50! Let's go! Hey. Du hast dir dadurch ein Extra-Leben gesichert, das du vorher schon gesehen hast. Das ist nämlich die Fortnite-Map, wo alle Elemente, also die Tempel der Elemente, eingezeichnet sind. Okay, gut. Ich nehme die Challenge natürlich an. Also willst du mein Coach sein? Auf jeden Fall. Team ist der Coach, Amar der Spieler. Und ihr dürft diese Folge Ansage nicht verpassen. Ich würde dir empfehlen, bei einem Lufttempel zu landen, weil durch das Movement kommst du ja schneller über die Map und kannst dann an andere Elemente rankommen. Genau da, wo du jetzt markiert hast, ist auch einer der Wunderbar. Das ist ein richtig geiler Call. Das ist alles der Coach. Dafür könnt ihr auf YouTube schon mal ein Like und ein Abo da lassen für Tim. Sehr, sehr cool. Was spielst du grundsätzlich lieber, No-Build oder Build? Ich persönlich bin deutlich besser in No-Build, weil man halt nicht mehr bauen muss und nicht mehr da so up-to-date jeden Tag 10 Stunden spielen muss. Das ist das Alter, gell? Es ist langsam das Alter. Es ist das Alter. Das darfst du nicht verwenden, die Waffe. Ach, ja, würde ich wieder drücken. Wieder weg damit. Ja, beides Luft, ne? Ja. Ja. Ja, brauchst nicht beide. Kannst einfach eine mitnehmen. Aber Heal und so darf ich verwenden, ne? Heal darfst du mitnehmen. Du kannst auch alle Rotate-Items nehmen, Impulse-Nades und so weiter. Tim, was ist so dein Lieblings- Element. Ich finde auf jeden Fall das Wasserelement mit Abstand am stärksten, weil man kann super einfach Gegner auf weite Entfernung erledigen. Mhm. Luft ist natürlich auch gut zum Rotieren, aber Wasser auf die Eins. Warte mal, wo bin ich? Oh, du bist am Wasser. Ich bin am Wasser. Warte, du kannst über das Wasser drüber gleiten. Ja. Das ist ja wild. Ja. Du kannst diese Türme da, anstatt dass du da hochgehst und das lootest, kannst du da so Cones platzieren und dann wird das automatisch abgebaut, alles um drüber und dann öffnen sich alle Kisten. What? Kannst du machen, um Zeit zu sparen. Aber ich glaube, im Moment passt es eh von der Zeit, weil hast du eher dieses Rotate-Item direkt am Anfang bekommen. Das sind die guten Calls, die er mir hier gerade bringt. Ja, voll, das ist ein guter Coach. Jetzt mit dem Luft-Item brauche ich ein Wasser-Item. Das gibt es bei Classic Courts. Guck mal, ich habe doch hier mein Extra-Leben. Mhm. Das ist hier irgendwo. Ich habe noch einen kleinen Tipp für dich. Das Erd-Item wird am seltensten mitgenommen von den Spielern, weil es meiner Meinung nach auf jeden Fall das schlechteste ist. Ja, safe. Und da würde ich dann einfach mal gucken, dass ich das relativ früh bekomme, weil außer Bots nimmt das, glaube ich, nicht wirklich einer mit. Ich kann ja nochmal einen Pro-Tipp geben. Das haben wir vor 6 Jahren gelernt. Du musst immer auf diesen blauen Kreis schlagen, dann kannst du immer doppelt so schnell abbauen. Als wir das damals herausgefunden haben, ne? Ja. Da waren wir so, Alter, was geht denn jetzt ab? Warst du von Anfang an bei den guten Bildern dabei?
Am Anfang war ich einer der besten Builder, ja. Und dann kam halt irgendwann Creative-Modus raus. Mhm. Und der Kreativ-Modus, der hat wirklich das Spiel sehr, sehr, sehr verschwitzt gemacht. Für die, die nicht wissen, was Schwitzer heißt, sind die Spieler, die in Fortnite richtig viel Zeit investieren, um besser zu werden und immer, immer krasser werden und das Spiel auch richtig ernst nehmen. Also jeder Pro-Player ist eigentlich ein Schwitzer. Es geht bei mir nicht nur ums Zocken und besser werden in Fortnite, sondern ich möchte auch zum Beispiel neue Talente selber noch mit hochziehen und ranzüchten, ja. Und so, weil für mich war keiner früher da, aber ich möchte für die Leute da sein. Sehr stark für die Challenge, also du hast schon mal zwei Elemente, fehlen noch zwei und dann bist du der Herr der Elemente. Du machst ja regelmäßig auch deine eigenen Fortnite-Turniere. Ja. Unter anderem, wenn ich mich nicht täusche, ja auch vor kurzem den Lost Legends Cup, ja. Wo ja auch ein Modus war, dass man nur mit Elementen kämpfen durfte. Ja. Das ist der Feuerspucker von gerade, Chat. Wow! Oh mein Gott! Wie war das? Ey, die Leute haben es sehr, sehr gefeiert. Also, hast du da dann auch ein paar Sachen mitgenommen schon mal für die Challenge hier? Ja, definitiv. Mhm. Ich weiß, das Wasserbändigen ist das stärkste Item, um auf Distanz die Leute richtig schön nass zu machen ein bisschen. Hast ja auch 30 Schuss mit dem Wasser-Item und das macht relativ guten Schaden eigentlich. Und es reloadet ja auch immer, Tim, gell? Also du hast eigentlich unendlich Schuss. Ja, genau. Wasser. Ich glaube noch ein bisschen weiter. Ah, da ist es doch. Nein! Das wäre ja jetzt natürlich los gewesen, wenn du da jetzt irgendwie an Volldamage gestorben wärst und die Challenge deshalb um wäre. Ja. Ja, das wäre kritisch geworden. Liege ich da richtig, dass man mit Luftbändigen keinen Falldamage bekommt? Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Was? Jemand hat mir Feuer geklaut. Ja, und schau mal, wo der zweite Feuertempel ist. Nein. Ich muss across the map gehen. Das ist sehr weit unten. Oder du findest das Element. Oh. Also, oh! Warte mal. Moment. Feuerbändigen. Ich finde gar nichts. Was ist das denn? Das ist natürlich sehr, sehr lucky, aber stark. Also jetzt sehr mächtig. Oh, das sieht schon sehr cool aus. Dir fehlt jetzt nur noch ein Element und dann hast du so gut wie die Challenge geschafft. Musst natürlich nur noch gewinnen. Mal schauen, ob du es hinbekommst. Ey. Oh, da hat aber jemand sein Auto extrem gut geparkt, oder? Ja. Oh, warte mal. Da liegt noch was auf dem Boden. Vielleicht ist das... Oh, Wasserbending. Nee, das ist Wasserbending. Noch einmal. Schade. Was war deine absolute Lieblings-Fortnite-Season? Ich fand, von denen, die ich gespielt habe, fand ich Season 8 halt richtig cool. Ich habe nur gehört, die allerschlimmste Fortnite-Season war die mit den Mechs. Ja, aber auch die witzigste. Ja. Aber auch die witzigste. Das war absolutes Chaos, oder? Ja, das war absolutes Chaos. Ja. Oh, guck mal, hier habe ich den ersten Gegner. Mal schauen. Nein. Oh, falsch verklickt. Verklickt, verklickt! Wärst du jetzt an Falldamage gestorben? Weil du Luft nicht mehr ausgerüstet hättest, das wär wild geworden. Oh. Sounds visualisieren carried ein bisschen. Sounds Visualisierung, auch nochmal ein Tipp an alle. Sehr wichtig und sehr, sehr richtig. Ist auch richtig OP, vor allem bei so Edit-Parcours oder so zum Gegner hin. Ja, so einmal, jetzt zeig mal, was du kannst. Oh, das ist sehr, sehr stark. Das war ein Cleaner. Wusstet ihr eigentlich, dass, kurzer Side-Fact, jeder Profispieler da draußen auf der ganzen Welt, die haben erst Soundvisualisierung angemacht wegen mir. Wirklich? Mhm. Ja? Das ist schon, ja. Das ist ein nice. Hat sonst niemand angehabt? Ne. Weil früher war das richtig schlecht. Und dann habe ich das irgendwann herausgefunden, dass das deutlich besser gemacht wurde. Mhm. Weil da kommt ja keiner drauf. Da hast du drei Chapter lang, hat es ja niemand verwendet. Und dann seitdem verwendet es jeder. So, es sind noch 12 Leute drinnen. Einen hast du schon zurück in die Lobby geschickt. Ja. Mal schauen, ob jetzt noch ein zweiter dazu kommt. Vielleicht hast du schon alle Fähigkeiten, wenn da jetzt keiner die gestealt hat. Ah, das wäre wichtig. Oh. Das ist da liegt noch eine. Jawohl. Das ist wunderbar. Perfekt. Jetzt hast du alle. Jetzt haben wir alle. Jetzt musst du nur noch die Runde gewinnen. Ach, jetzt nur noch die Runde gewinnen, gell? So. Ja, aber ich glaube, ich mach das mal ein bisschen spannend. Ich geh jetzt mal ein paar Leute pushen. Und dann zurück in die Lobby schicken. Das ist ja perfekt. So, während du hier mal schaust, wo Leute sich befinden, Schau ich mich mal ein bisschen in deinem Zimmer um. Ich darf mich doch mal ganz kurz umschauen, oder? Hallo, ja, mach ruhig. Also wunderbar. Was haben wir denn alles hier? Oh, das ist ja interessant. Schaut euch das hier mal an. Guck mal, da ist der Gegner. Zack, 100. Yes. 100! Amal, liege ich richtig, dass das hier dein Lieblings-Baseball-Spieler ist? Das ist mein Lieblings-Baseball-Spieler all time, ja. Derek Jeter. Derek Jeter? Ah! Ja, den habe ich sehr, sehr gemocht. Der hat bei den New York Yankees gespielt. Ja. Das war damals auch natürlich mein Lieblingsteam. Und woher hast du dieses Bild mit so dem Sand vom Spiel? Das haben mir tatsächlich meine Moderatoren geschenkt von Twitch. Die haben mir damals lieblicherweise, als ich Geburtstag hatte, haben sie gesagt, dem Amar, den kann man nicht schenken. Deswegen muss es was sehr Persönliches sein.
Und das ist das Persönliche. Das ist das Persönliche, das ist eigentlich das optimale Geschenk. Oh, mit dem Erdbändigen vielleicht jetzt. Der ist runtergefallen, glaube ich. Ja, aber jetzt ist noch hast du zwei Gegner direkt bei dir. In der Box steht er da drinnen. Sehr schön. What? Schön gemacht, Amber. Wow. Naja, er spielt weiter, ich schaue mich hier mal weiter um. Was haben wir denn hier noch Gutes? Oh, ein Baseballschläger mit ganz vielen Unterschriften drauf. Will dich gar nicht stören hier in deinen schwitzigen Situationen, während du Erde bändigst. Ja. Aber von wem sind denn diese ganzen Unterschriften hier drauf? Das ist von meinem alten Team von den Emshorn Alligators. Das waren die Jungs, mit denen ich damals Baseball gespielt habe. Und die haben alle hier drauf unterschrieben? Ja, süßerweise. Oh, stell ich mal hier wieder zurück. So. Vielleicht lässt du die auch lieber fighten und wartest noch ein bisschen. Finde ich auch wunderschön, das Logo im Hintergrund. Grundsätzlich der Streaming-Raum. Und vielleicht kannst du ja auch auf Long Range mit dem Wasser-Item abschießen. Ich muss euch sagen, der Streaming-Raum fühlt sich richtig, richtig gemütlich an. Auch Tim würde sich freuen, mal hier drinnen zu sitzen. Macht das sehr gut hier gerade. Und hier in der Ecke haben wir auch noch mal einen riesigen Pokal vom Mario Kart 2021. Sehr, sehr stark, Kamal. Minus 100. Bist du gerade in einer Top 4 Situation? Oh! Sehr, sehr stark. Ich habe gerade noch vom Mario Kart Turnier geredet. Ja. Und du burstest hier die Leute weg mit deinem Erdbändigen. Ja, klar. Jetzt noch rotieren mit Luft, das ist ja wunderbar. Na klar. Kannst du auch die Dashes von dem Wasser usen. Oh, guter Call. Ey, machst du super. Guter Coach. Dankeschön. Ganz wirklich guter Coach. Ich lerne von den Besten. Oh yeah. Also wenn ihr auch so eine coole Idee habt, zu so einer coolen Ansage, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich mega freuen. Ja, Top 3 Situation. Ah, die Rift können wir auch noch verwenden. Um wieder höher zu kommen. Zack. Schöner Hit. Dann direkt wieder hoch. Und den Highground nutzen. Und den Highground nutzen. Ah, wunderbar. Und dann kannst du später noch mit dem Jumpet weiter. Oh, wenn du nicht an ihm schaffst die ganze Zeit. Oh. Das schön hat einbauen. Sehr stark gemacht. Ah, der ist schwitzig. Der ist schwitzig! Nein! Was? Ah, der ist schwitzig. Der ist schwitzig! Nein! Was? Oh, der war gut. Ah, der war echt gut. Ah! Das heißt wohl, sie ist der stärkere Avatar. Oh Mann. Tim, du hast noch gesagt, du hast die Challenge selber auch schon mal gespielt. Wie viel bist du da geworden? Zweiter geworden. Oh! Aber ich bin nicht so offensiv gegangen wie du. Zweiter ist Zweiter. Am Ende zählen die Resultate, das heißt, du warst besser als ich. Ja. Zweiter ist Zweiter. Deswegen hat er dich auch gecoacht. Deine Ansage, die der gute Tim gestellt hat, die hast du leider nicht geschafft. Ein dritter Platz ist es geworden. Top 3, Bronzemedaille. Ist okay. Aber Tim, ey. Richtig, richtig geile Challenge, die du uns da gestellt hast. Genau meins. Danke, Tim, für diese absolut nice Challenge. Bist du denn trotzdem irgendwo stolz? Ja, natürlich. Also ich bin immer stolz auf dich. Egal, ob du jetzt Zehnter geworden wärst mit allen Fähigkeiten oder ob du jetzt Erster geworden hättest, hättest aber Erde nicht bekommen oder so. Ey, Tim, danke dir für die Challenge. Und falls ihr auch noch weitere Challenges habt oder Challenge-Vorschläge, dann schreibt ihr auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Und dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal machen. Wir beiden verabschieden uns jetzt mal aus dieser Folge. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke fürs Reinschauen. Hier unten könnt ihr euch noch eine Fortnite-Ansage mit Abo Goku anschauen. Und bei mir tatsächlich eine mit Phoebe.